Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe heute am Donnerstag, dem 19. April 2018. In der heutigen Ausgabe legen wir den Schwerpunkt auf den amerikanischen Technologieindex Nasdaq. Dieser konnte gerade in den letzten beiden Handelstagen deutlich zulegen und somit sehen wir inzwischen mit Hinblick auf die gesamte letzte Korrekturbewegung, welche sich ja von rund 7.200 bis 6.300 Punkten jeweils gerundet erstreckt hat, dass nun inzwischen bereits 62% dieser Korrekturbewegung kompensiert wurden. Wir sehen, dass gestern der Technologieindex in der Spitze bei 6.856 Punkte notierte und somit auf den Punkt genau bislang an dem 62er Fibonacci Retracement stoppte. Auch wenn der Technologieindex danach gestern rund 20 Punkte gefallen ist, ist dies längst noch kein Indikator dafür, dass es hier nun zu einem sofortigen Abprall kommt. Gleichzeitig deuten die heutigen Indikationen seitens der Wall Street wieder auf einen positiven Marktstart hin. Es geht mir vielmehr darum, sie nun auf eine wichtige Widerstandszone hinzuweisen bzw. sie hierfür zu sensibilisieren. Denn zum einen natürlich, es handelt sich hier um das 62er Retracement, dessen Bedeutung durchaus nicht zu unterschätzen ist und gleichzeitig noch eine Trendlinie. Das heißt, wir haben hier nun diesen prägnanten Kurswiderstand, der darüber entscheiden dürfte, ob es eben bei einem Ausbruch Richtung 7.200 Punkte weitergeht oder ob diese Widerstandszone zu einer Konsolidierung führt und dann vermutlich zurück in diesen Trendlinienbereich. Das heißt, hier steht jetzt die nächste Entscheidung bevor. Und genau auf diesen Kurskorridor sollten Sie nun in den nächsten Handelstagen sehr gut achten. Weiter geht es mit der Apple-Aktie. Nach einem zwischenzeitlichen Kurssturz im Monat Februar bis im Tief auf rund 150 US-Dollar hat sich die Aktien wieder deutlich zurückgekämpft. Und gut, die gesamten Fang-Aktien kamen ja in diesem Zeitraum unter Druck. Dann ging es wieder steil bergauf, dann wieder ein Stück zurück. Man konnte jedoch dann hier schon auf einer wichtigen horizontalen älteren Unterstützung wieder sich stabilisieren. Jetzt steuert man auf den nächsten Kurswiderstand zu 180,20 in etwa. Das gilt es hier nun zu knacken. Gelingt dies, wäre Platz bis rund 187 US-Dollar. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.